Ich muss der Liebe meines Lebens schreiben. Und jetzt mit Zunge! Mixing signals like it's cocktail hour. Es ist ein Tisch voller Liebe und wir sitzen dran. Ich liebe Hildegard von Bingen. Die ist eine richtige Maus. Nori. Wie geht's uns heute? Uns geht's gut. Ich freue mich. Ich bin immer noch ganz beseelt, dass so viele Leute diese erste Folge von uns gehört haben. Ja, wir kriegen ganz viele schöne Kommentare und wir wollten mal ein großes, großes Dankeschön sagen. Das ist wirklich... das gibt uns wirklich sehr, sehr viel, das ganze Feedback. Ja. Genau. Ja. Also wir haben da irgendwie auch beide nicht so viele Worte dafür, weil wir haben uns schon gedacht, dass das vielleicht irgendwie was Cooles ist und ein cooles Format, aber dass es dann auch wirklich am Ende so gut ankommt und die Leute wirklich auch hyped sind auf die nächste Folge und wie es mit unseren so Challenges und To-Dos weitergeht. Das ist natürlich so schön zu wissen. Und ja, es war ganz schön ein Cliffhanger. Ja, und es inspiriert halt uns auch, dass wir halt, inspiriert uns dazu, dass wir halt auch wirklich rausgehen und auch wirklich Dinge machen, dass wir halt auch coolen Content hier liefern können und brandheiße Stories. Wir machen jetzt immer krassere Sachen und Sachen, die wirklich für uns schlimm sind. Nennt uns Joghurt Glas. Da können wir eigentlich gleich zu unserem Update der Woche übergehen, weil wir hatten ja letzte Woche auch eine Challenge. Wie lief denn das bei dir? Also ich sag mal so, wir haben aufgehört aufzunehmen. Dann haben du und ich uns getroffen, liebe Laura. Und dann saßen wir in einem Schnitzelrestaurant, haben Sellerieschnitzel gegessen. Veganes Schnitzel. Mit es war richtig Preiselbeeren gut. Und Erdäpfelsalat, war das Gurkensalat. Naja, und ich habe dort vor Ort noch die Nachricht abgesetzt, die ich absetzen wollte. Und es war dann so, ich war sehr excited, habe jede 2 Minuten aufs Handy geguckt. Das ging ungefähr einen Tag so. Nach 24 Stunden hat er langsam so ein bisschen die Trauer eingesetzt. Oder halt einfach, was heißt Trauer, aber irgendwie der Schmerz, es war schon so, ist das weh, dass er nicht kam. Ja. Und dann wurde es irgendwann lustig, weil es so absurd war, dass mir nicht geantwortet wurde. Ich wurde halt klassisch geghostet. Und heute, es ist Freitag, eine Woche nachdem ich die Nachricht geschickt habe, kamst du zu mir an den Tisch. Das war der lustigste Moment. Wir waren beide im Büro und ich habe irgendwas, ich habe, glaube ich, mit irgendjemandem gecallt und gehe dann, leg auf und gehe zu Norris Tisch und auf einmal so. Und er schrieb, sowas wie, geht im Moment nicht. Sorry für die späte Antwort. Also ein bisschen länger, aber im Prinzip hat er das ausgesagt. Und es war für mich nicht schlimm, weil ich hatte eh schon mit ihm abgeschlossen. Und ich werde natürlich jetzt, ich finde halt, er hätte das 7 Tage eher schreiben können. Ja. Und jetzt und ist es halt einfach, ja. Ja, er hätte es 7 Tage eher schreiben können und man kann auch sowas schreiben wie, hey, ich kann gerade nicht, aber freut mich, wenn wir uns vielleicht dann und dann mal wiedersehen oder keine Ahnung oder ja, es war halt einfach eine nichts aussagende Nachricht in Wahrheit. Wobei sie auch sehr viel aussagt eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Nämlich, dass er halt aktuell irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt ist. Interpretieren bringt da jetzt nicht so viel. Gleich heute, ich bin auf Instagram gegangen, ich bin im Moment wieder viel zu viel auf Instagram, egal. Dann war da gleich eine Story von ihm und da von seinem Dings, was er sonst noch so macht, dem anderen Account. Und ich wollte nicht drauf gehen. Also ich weiß, dass ich ihm morgen schreibe und schreibe so, hey, passt, kenne ich mich aus, alles klar, ciao. Und auf Archivieren gehe. Aber ich will jetzt seine Stories nicht mehr sehen. Hm. Habe ihn jetzt stumm geschalten, aber vorhin aus Versehen bin ich auf das andere Dings gekommen. Ja. Ja, egal, das ist halt dann wieder so. Man will nicht die Social Media Genugtuung geben, dass man das eine sieht, aber das andere nicht. I don't know. I guess das wird kein Märchen mehr, kein Märchenende haben. Noch nicht. Aber ich vielleicht noch nicht. Nee, ich will gar nicht so dran. Wer weiß, was passiert im Leben, aber jetzt gerade nicht und ich mache jetzt auch weiter. Ich lasse das jetzt endgültig hinter mir, also wirklich endgültig eigentlich jetzt so im Nachhinein betrachtet, schon um Weihnachten herum hätte ich wissen müssen, dass als da nichts dann kam, dass ich da nicht nochmal ansetzen sollte, aber ich... Ja, man hat dann doch irgendwie so den Benefit of the Doubt und
denkt sich dann halt, okay, ja, vielleicht war halt einfach um die Weihnachtszeit, ist halt vielleicht war bei seiner Family, I don't know, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist jetzt noch eindeutiger und es kann sein, dass vielleicht irgendwann mal wieder was ist, muss aber nicht sein. Das heißt, ich finde einfach so ein bisschen dem Leben vertrauen und es einfach mal ziehen lassen und dann, was kommen soll, soll kommen. Ja. So auf die Art, ja. Denke ich mir. Ja, das. Ja, genau. Also ich lasse es jetzt hinter mir, liebe Freunde und Freundinnen, und auf zu neuen Ufern. Ich habe diese Woche noch ein bisschen was erlebt, aber erstmal zu dir, Laura. Was gab es denn bei dir für Neuigkeiten? Hast du deine Challenge denn umgesetzt? Du teaserst es schon so an. Ich habe mich mit ihm getroffen, aber ich habe es irgendwie nicht so geschafft, das so umzusetzen, weil ich, ja, aus diversen Gründen, wir haben uns gesehen und wir waren halt gleich so voll im Gespräch, aber wir hatten das Lustige war, ich habe dir danach, glaube ich, haben wir telefoniert oder haben wir uns gesehen oder habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich. Ich habe gesagt, ich habe zwar das nicht erfragt, ich habe mein To-Do quasi nicht umgesetzt, aber ich habe trotzdem so ein bisschen das gehört, was ich hören wollte oder ja, was mir ein bisschen Klarheit verschafft hat. Nämlich ging es tatsächlich ganz kurz, dann so. Mir fällt gerade auf. Vielleicht für Leute, die jetzt nicht immer gleich die erste, also unseren Podcast nicht von erster Stimmt. Folge bis letzter Folge hören, ja. Sondern jetzt hier gerade und sich denken, was reden die da? Also Lauras Aufgabe, die ich ihr gegeben habe, war dem Anwalt, den sie jetzt schon mehrmals getroffen hatte und den sie auch wirklich eigentlich gut fanden, aber da ist noch kein Kuss gefallen und ja, auch nicht viel mehr als wirklich stundenlanges Reden und sich richtig gut verstehen und schon 3 Treffen. Ihm sollte sie jetzt wirklich in der ersten Stunde des Treffens am Samstag fragen, wo was die Phase ist. Hingeht. Genau, was die Phase ist. Und bei mir, ganz kurz noch bei mir abgeholt, ich sollte meiner ersten großen Liebe schreiben und fragen, wann er nach Wien kommt. Ja. Ja. Genau, das war eine gute Recap. Wie gesagt, ich habe mein To-Do jetzt nicht so umgesetzt. Also ich habe ihn das nicht gefragt, aber es ging trotzdem so um Dating und auch Dating-Apps und so. Und er meinte dann halt, ja, er matcht eigentlich auch nur Leute und er trifft sich eigentlich auch nur mit Leuten, wo er weiß, dass das schon auch so zu 100% ein Fit ist. Also er hat jetzt nicht irgendwie von Beziehungen gesprochen oder so, das hätte mich jetzt auch in dem Moment, wäre ich da wahrscheinlich 5 Schritte zurückgegangen, so wie eine unserer engen Freundinnen aus Hamburg, die sich jetzt wahrscheinlich angesprochen fühlt, wenn ich das so erzähle. Das heißt, das wäre mir in dem Moment absolut too much gewesen. Aber es war trotzdem mal gut zu hören, dass er mich halt trotzdem auf einer romantischen Ebene oder halt jetzt nicht auf so einer freundschaftlichen Ebene einstuft. Und ich glaube, bei dem ist es einfach, das war einfach so mein Learning der letzten Woche tatsächlich, dass manche Leute Dating halt einfach anders angehen und dass der, nur weil er jetzt nicht gleich beim zweiten Date mit mir ins Bett steigt, heißt nicht, dass er mich nicht trotzdem gut findet, sondern eigentlich vielleicht sogar das Gegenteil. Also ja, genau. Aber unterm Strich habe ich das To-Do nicht erfüllt, also das ist Fakt. Genau. Und da war ich nicht vorbereitet, weil es muss eine Strafe geben. Ja, eigentlich schon. Ich habe mir gedacht, du hast mittlerweile was überlegt und ich bekomme jetzt ganz dicke. Ich habe mir überlegt, aber ich glaube, es kommt vielleicht Ende der Folge, kriegst du 2 To-Dos. Oh. Oder so. Ja, okay. Ja. Gut. Gut. Ja. So machen wir das. So machen Sehr wir das. Sehr schön. Ja, das war jetzt mal so das Update zu unserer letzten Woche. Was ist sonst so bei dir los? Bei mir, ich habe ja erzählt, dass ich wieder Hinge mir geholt habe, weil mir langweilig war. Ich bin jetzt schon wieder over it. Ich habe so viele Leute geliked, mit so vielen geschrieben. Eine Person auch getroffen. Es war auch eigentlich ganz nett. Und ja, die Story, die musst du aber erzählen. Weil das hängt ja ein bisschen mit unserer letzten Folge zusammen tatsächlich. Wir nennen ihn jetzt einfach mal nicht bei seinem richtigen Namen, sondern wir nennen ihn Burgtheaterboy, weil wir haben uns vom Burgtheater getroffen. Und das war ganz lustig, weil
vor diesem Burgtheater standen mehrere Männer, als wäre das so der Treffpunkt so für alle Dates. Hinge-Hotspot. Und dann waren wir wirklich eine riesengroße Spaziergangsrunde machen, ich weiß nicht, 1,5 Stunden oder 2 Stunden, und durch die Straßen sind wir spaziert und auch so neue Gassen gegangen, die wir noch nicht gegangen sind. Haben uns eigentlich gut verstanden, aber was ich jetzt immer ja auch sage, es hat mich nicht so, ich hatte keine Butterflies und das vermisse ich halt immer. Mhm. Ich habe da mit ihm aber auch eh drüber geredet, dass ich das jetzt so von mir, ich das bei Hinge-Persönlichkeiten eben öfters habe und dass mich das irgendwie, dass ich das eigentlich will, aber eigentlich kann sie es ja auch aufbauen, also es war so ein Hin und Her. Und ja, du hast ihm ja auch gesagt, dass du schon mal über ihn gesprochen hast. Ich habe ihm tatsächlich gesagt, dass wir eventuell sein Profil hier auseinandergenommen haben. Ich habe da viele Lehren draus gezogen, Laura. Zum einen, also auch bei unserer ersten Folge habe ich ja total viel rausgeschnitten noch im Nachhinein. Die war noch mal eine Viertelstunde länger, so gefühlt. Aber ich hab da wirklich auch von K1 und meinem Chat so viel eigentlich erzählt, was ich dann rausgenommen habe, einfach um die Privatsphäre der Leute zu bewahren. So, ich kann ja voll entscheiden, was ich über mich und mein Leben preisgebe, aber sobald andere Leute irgendwie noch dabei sind, muss man halt echt aufpassen. Und jetzt im Nachhinein, gut, vielleicht hätte ich nicht seinen Namen nennen sollen und dann sein Profil beschreiben können, aber ich will auf jeden Fall ja nichts Schlechtes für ihn oder so, oder wenn er jetzt noch auf andere Dates geht oder so, ich will da nicht mit interferen. Von daher werde ich da jetzt einfach mehr aufpassen und so. Es war ja sehr, Profil hat ja super gut abgeschnitten, so jetzt im Nachhinein. Vom Hören war ich eher so, lol, ich habe voll böse Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass ich es nicht gut finde, irgendwie, dass er noch studiert oder so. Aber das ist halt so, wenn ich sehe, dass die Leute irgendwie noch studieren, die sind halt in einer anderen Lebensphase als ich, so war das eher gemeint. Er ist eh fast fertig. Und eigentlich ist das ja auch alles egal. Ja. Man ist halt so kritisch auf Dating-Apps unterwegs und das ist auch, was mich so daran stört. Ich will lieber jemanden in der echten Welt begegnen. Und jetzt, ich bin auch schon wieder, liebe Freunde, habe ich jemanden gesehen in der U-Bahn, der wirklich vom Äußerlichen zumindest toll und perfekt war. Und ich hoffe, du gibst mir niemals die Aufgabe, jemanden in der U-Bahn anzusprechen, weil das wäre für mich das Allerschwierigste, aber glaube ich, das Nötigste, was ich mal hätte, weil das war wie bei dem Typen, den ich damals in der Bahn getroffen habe. Da war auch eine Frage auf YouTube, ob ich da jemals den noch wieder gesehen habe. Nein, die sind alle weg. Und aber weißt du, was so lustig wäre, wenn wir irgendwie durch den Podcast, durch unsere ganzen ZuhörerInnen irgendwie diesen Boy ausfindig machen? Das wäre eigentlich lustig. Diese Boys, ihr könnt uns natürlich auch Bewerbungen schicken. Bald geht da zu einer kleinen Vorlage hoch auf Instagram. Aber nochmal zu dem Burgtheater-Boy. Es gab mehrere Stellen. Also wir sind gelaufen und wir haben uns ja nicht dabei angeschaut. Manchmal haben wir uns aber dann angeschaut. Und ich war so, wenn er mich jetzt küssen würde, so hätte ich kein Problem damit. Ich irgendwie so dieses Du hättest kein Problem damit, aber du hättest kein Problem damit, aber du hättest es auch nicht initiiert. Also nee, weil ich mich nicht getraut hätte, aber es war irgendwie, dann war kurz so. Und, das ist auch ganz wichtig, kurz bevor, ich war zuerst da und habe noch ganz kurz auf ihn gewartet und ich hatte richtig Herzklopfen. Das fand ich irgendwie voll schön, mal wieder so Herzklopfen zu haben. Das ist genau das, was mir so gerade fehlt im Leben. Und dann war es aber voll entspannt, als er da war und ruhig und das ist eh schön. Aber so dieses Herzklopfen vor einem Kuss, wo man nicht weiß, ob er passiert, das ist eigentlich so. War es jetzt nicht, was ich mit ihm hatte, aber wir standen da so da und dann, keine Ahnung, wir haben uns kurz angeguckt und dann war irgendwie kurz Ruhe. Ich weiß nicht, ob er das auch so gefühlt hat, aber ich war so, deswegen mag ich es halt, Leute, beim ersten Date, nicht, dass ich das schon oft gemacht hätte, aber I guess 1-2 Mal mit nach Hause zu nehmen gleich, weil da bin ich in meinem Safe Space und da küsst man sich eher als auf einer Straße. Es war sehr lustig, wir waren auch in so einem es gibt hier in Wien so Läden, wo einfach Automaten drin steht. Da kannst du rund um die Uhr reingehen und dieser Laden hatte so Überraschungsprodukt. Und dann hat er so eingegeben, unter 20 Euro und dann war da so, dein Überraschungsprodukt, 2 Euro, kaufen oder nicht kaufen. Und ich habe das dann gekauft und
Weißt du, was dann das kam? Das hast du mir gar nicht erzählt. Ja, ich muss ja auch noch ein bisschen was zurückhalten. Das war voll aufregend. Weißt du, was dann kam, Laura? Rat mal. Mit diesem Produkt habe ich auch eine Story. Waren das irgendwie so... Nee, es war welche Art von Produkt? Etwas zu trinken. Das ist leicht. Hör auf, Eistee? Ja, Raucheistee. Das ist Karma. Das habe ich ihm dann natürlich prühwarm serviert. Die Story, also, ja, ich hatte, ja. Was war mit dir so los, Laura? Bei mir war eigentlich, also es war eine intensive Woche, aber eher in Richtung Arbeit. Also ich hatte diese Woche einfach eine Woche mit sehr, sehr vielen Meetings und so weiter. Das heißt, ich bin noch abends hauptsächlich im Bett gelegen. Also ich habe auch relativ früh eingeschlafen diese Woche. Ich hatte diese Woche tatsächlich noch keine Dates, weil ich so ein bisschen versetzt wurde. Ja, aber ich bin da eh voll verständnisvoll, weil das Leben passiert und Pläne ändern sich. Das ist ja bei mir auch immer wieder mal so. Das heißt, es ist auch völlig fein und ich finde, da merkt man dann auch wieder, weil natürlich, wenn man eine Person öfter sieht, dann hat man irgendwie so die Erwartung, dass man sich dann auch regelmäßiger sieht. Also jetzt in meinem Fall bei diesem einen Boy, den ich jetzt gerade ein paar Mal gesehen habe, der war jetzt weg und jetzt ist er wieder da und dann habe ich mir halt gedacht, okay, naja, wir werden uns jetzt wahrscheinlich bald wieder sehen, aber ist halt jetzt doch nicht so, weil sich bei ihm halt jetzt gerade Sachen geändert haben. Und jetzt bin ich aber auch, also am Anfang war ich so, okay, ist irgendwie doof, aber jetzt bin ich völlig fein damit, weil ich hatte jetzt so ein bisschen Me-Time und ja, was soll ich sagen, ich war auch ein bisschen auf Dating-Apps, aber jetzt gar nicht wirklich so aktiv, also ich schreibe jetzt mit ein paar, aber es gibt jetzt mit denen noch keine konkreten Pläne, sich zu treffen und ja, wir kennen uns alle, manche Gespräche schlafen dann auch wieder ein. Ja, also das ist eigentlich nur ein ganz kurzer Recap meiner Woche, weil in der Richtung gar nicht viel passiert ist, aber das bringt uns ja eigentlich schon zum Thema dieser Folge. Laura, wann hast du das erste Mal dir eine Dating-App installiert und warum und welche war es? Also meine erste Dating-App war Tinder, weil damals gab es, ich weiß gar nicht, gab es da Bumble schon? Und von Hinge wusste ich eigentlich sowieso bis vor ein paar Monaten noch nichts. Also es war Tinder, meine erste. Das war damals in Paris, wo ich, also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mal in Paris war eine Zeit lang. Und ich wollte dort einfach, also ich war da wirklich so ein Lamm, so eine Maus. Ich war so ganz, auch ja, ganz naiv und so ein bisschen, ich war 18. Ja, ich war 18 und ich hatte wirklich in meinem Profil, glaube ich, drinnen stehen, weil damals konnte man das noch nicht auswählen. Damals waren diese Apps wirklich nur zum Daten. Und ich habe wirklich in mein Profil reingeschrieben, ich bin eigentlich nur hier, um neue Leute kennenzulernen, weil ich halt einfach so ein bisschen die Connection wollte. Ich wollte halt eigentlich Freunde kennenlernen dort und wollte dafür halt Tinder nutzen. Ja, dementsprechend hatte ich es auch nur für ein paar Tage, weil da kamen dann ganz weirde Nachrichten rein und ja, Tinder ist für mich halt wirklich eine der, ja, ich mag Tinder eigentlich nicht. Also ich bin da eher Team Bumble und Hinge, wenn ich ganz ehrlich bin. Was hattest du ja bei Tinder, weißt du das noch, damals für einen Radius eingestellt? Also nicht Radius, sondern so, wie gar alt durften Ahnung die Männer sein? Ich habe gar keine Ahnung mehr, das weiß ich nicht mehr. Aber es war sicher so in meinem Alter, also ich glaube, das war maximal hoch bis so, also ich glaube, das war von 18 bis 25 oder so. Könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich so an mich zurückdenke. Ja, wie war es bei dir? Was war deine erste? Meine erste Erfahrung mit Dating-Apps war tatsächlich, als ich eine Pause mit meinem damaligen Freund hatte, eine Beziehungspause. Aber Tinder war auch die erste App, die du genutzt hast. Ja, pass auf, das war meine erste Erfahrung. Ach so. Wir hatten eine Pause. Ich war ja nur in Beziehungen. 10 Jahre lang. Von 14 bis 24. Ich hatte eine Pause. Es war keine Trennung, sondern eine Pause mit meinem Freund. Und eine Zuschauerin von mir hat mir geschrieben, Nora, ich habe deinen Freund auf Tinder gesehen. Oh. Und ich habe meiner Freundin Rebecca geschrieben, weil sie da auch in der Stadt gewohnt hat, kannst du bitte dir Tinder holen und schauen, ob du ihn findest? Ich weiß das noch, das war so in meiner Brust heftig, so ein Gefühl. Und ich habe also es war ganz schlimm. Und ja, dann hat sie mir Screenshots und alles gemacht und
Er war halt da und ich habe ihm halt zur Rede gestellt. Es hat gepasst zu all dem, was ich eh wusste, was im Argen ist, dass er, dass es ihm einfach nicht reicht, dass da noch mehr war, was er erfahren wollte. Aber dass er es jetzt in der Pause gemacht hat, war einfach halt unschön. Und ja, das war meine erste Tinder-Erfahrung. Und das erste Mal eine Dating-App geholt habe ich mir, nachdem ich so verliebt war jetzt letztes Jahr bis zum Mai und dann April, Mai gesagt hat, ich muss jetzt mal offen sein. Und da war ich mit Lea hier und ich habe mir Tinder gemacht, habe es gar nicht gefeiert. Hinge habe ich mir, glaube ich, auch gemacht. Und dann hat mir wiederum Martha geschickt ein Video von Bumble, wie die Person, in die ich so lange verliebt war, auf Bumble ist. Und ja, so wusste ich erstens, dass er wieder in Town ist, weil er war lange weg. Und B, habe ich natürlich dann ein Profil erstellt, was perfekt auf seine Interessen abgestimmt war. Es war kein Match. Das ist schade. Ja, aber ich habe es dann auch alles schnell wieder gelöscht über den Sommer und dann kam das Gespräch mit unserer Chefin, wo sie meinte, Girls, let's go. Und die erste App, die ich mir damals gelöscht hatte, war Hinge, weil ich Hinge am blödesten fand. Und jetzt ist Hinge das Einzige, was ich nutze. Und dann auch damals das Einzige, was ich mir geholt habe, als meine Chefin das gesagt hatte. Und dann hatte ich eben da geswiped hin und her. Man kann bei Hinge ja gar nicht so viel swipen, also im Sinne von liken. Weil die das begrenzen, was ich eigentlich ziemlich gut finde. Das ist bei Bumble aber angeblich auch so. Nur ist mir das weder auf der einen noch auf der anderen App schon jemals passiert. Also, dass man so viel gut findet. Ja. Doch, mir ist das auf Hinge tatsächlich schon passiert. Ja. Echt? Aber nee. Der weirdeste Typ mit den, also jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es einfach so, also heutzutage würde ich den nicht mehr nach rechts swipen, weil die Fotos sind nichtssagend. Die Sachen, die er geschrieben hat, fand ich immer noch lustig, aber einfach die Fotos sind wild. Aber mit dem war ich dann 4 Monate wie in einer Beziehung. Das ist einfach crazy. Crazy. Ja, und das ist ja auch eigentlich das Ding an den Dating-Apps. Das ist natürlich, es ist so, du bewertest halt mal nach dem Aussehen in erster Linie und dann natürlich, das finde ich halt an Hinge ganz gut, dass man muss ja auch diese Prompts, also da gibt es ja immer diese Vorschläge oder diese Inputs und damit man halt das Profil ein bisschen ausformuliert. Das finde ich gut bei Hinge, weil auf Bumble kannst du auch nur 5 Fotos reinmachen und nichts dazu schreiben und das finde ich halt immer, also die Leute swipe ich meistens gleich nach links, weil ich mir denke, wenn du mir nicht mal irgendwas gibst, worauf ich reagieren kann. Ja. Gerade auf Bumble muss man als Frau zuerst schreiben und mein Anspruch ist da immer so ein bisschen an mich selbst, dass ich halt irgendwas schreibe, was aufs Profil passt oder irgendwas Lustiges oder irgendwas Cooles, damit die Leute halt auch mal zurückschreiben, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du als Typ dann das 10. Hey am Tag kriegst, dann interessiert es dich halt auch nicht. Und das ist bei Hinge halt ein bisschen einfacher. Aber ja, ich bin da irgendwie trotzdem nicht so aktiv. Also irgendwie bin ich trotzdem noch so Team Bumble, wobei ich auch, ich bin halt wirklich mittlerweile so, manchmal nutze ich es, manchmal nicht. Es ist so eine On-and-Off-Beziehung mit den Dating-Apps bei mir eigentlich. Hast du auch manchmal so das Gefühl, alle paar Wochen müsstest du dein Profil komplett neu machen? Weil ich fühl die alte Version von mir dann immer nicht mehr. Ich will neue Fragen. Nee, das mache ich gar nicht. Ja, aber das kann man ja austauschen. Ich denke mir, das kann man austauschen, weil was mich nervt, und da bin ich wirklich, das nervt mich wirklich, ist, wenn ich, es gibt so Typen, und wahrscheinlich Frauen auch, die das machen, die löschen ihr Profil jede Woche und setzen es neu auf. Das heißt, die werden dir immer und immer wieder ausgespielt, obwohl du die schon ganz oft weggeswiped hast, weil die halt einfach dadurch glauben, dass sie mehr Matches bekommen. Oder vielleicht bekommen sie es auch wirklich, aber ich bin schon so genervt. Es gibt wirklich Leute, die habe ich schon ungelogen 50 Mal auf derselben App gesehen und das packe ich einfach nicht. Ja. Also das finde ich irgendwie low. Also ich finde Dating-Apps, ich mag sie und es ist natürlich auch so ein bisschen Zeitvertreib, aber man muss sie halt auch mit Vorsicht genießen. Also es gab auch Phasen, wo ich viel zu viel auf Dating-Apps war, wo ich dann halt irgendwie
immer wieder mal geswiped habe und sehr viel Zeit auch am Wochenende auf den Dating-Apps verbracht habe. Und dann irgendwann merkt man eh, okay, eigentlich hat man gefühlt die App schon durchgespielt. Und das ist dann immer so ein Anzeichen, dass man es eigentlich auch wieder mal weglegen sollte. Das und Ding ist halt, ach, man hört so viel, also ich schaue ja viel zwischen Tull und Drehen mit meiner Mama zum Beispiel. Und wirklich, ich glaube, die Hälfte oder 70% dieser Leute haben ihre Person fürs Leben oder halt für die Hochzeit im Internet kennengelernt. Und ich kenne auch so viele Leute jetzt und auch ZuschauerInnen, ja. Die ihre Person auf Tinder oder Bumble oder wo auch immer kennengelernt haben und jetzt verlobt sind. Ich habe mich letzten Sommer mit einer Zuschauerin getroffen, die schon ganz lange dabei ist. Paula heißt sie und sie hat mir erzählt, dass sie eine Liste gemacht hat mit allem, was sie von einem Mann wollte. Also wirklich, also eigentlich ist es, sie hat es im Prinzip manifestiert. Manifestiert. Und dann hat sie genau diese Person da gefunden. Die sind jetzt schon ewig zusammen und jetzt sind sie verlobt. Herzlichen Glückwunsch. Und das finde ich so inspirierend, wow. Und das finde ich so schön. Und ich glaube auch, dass das absolut geht. Also ich will den Dating-Plattformen nichts absprechen. Deswegen, ich bin wieder ein bisschen sauer auf mich selber, dass ich mit diesem Burgtheater-Boy auch wieder nur so, ich finde Dating absolut doof, weil ich bin halt auch irgendwie lame. Es ist halt meine romantische Vorstellung, jemanden nicht über Dating-Apps kennenzulernen. Aber ich finde, das ändert sich auch. Und ich wollte dazu Paula noch mal kurz einhaken. Vielleicht kann sie mal einen Workshop oder so geben, weil ich bin es. Paula, ja. Wenn du das hörst, sag Bescheid. Ich hatte da großes Interesse dran in so einem How to Manifest a Boyfriend. Das wär ganz cool. Ja, wobei, also ich muss sagen, natürlich ist es jetzt nicht die romantischste aller Vorstellungen, dass man sagt, okay, man hat sich auf einer Dating-App kennengelernt, aber es ist mittlerweile wirklich so bei uns allen angekommen, dass es einfach normal ist. Also es schaut dich auch niemand mehr schief an, wir sind alle, also wirklich, wenn ich jetzt an meinen Freundeskreis denke, durch die Bank, also bis auf die, die in Beziehungen sind natürlich, aber durch die Bank hat jeder irgendeine Dating-App. Und ich finde, was ich halt schon gut finde daran, ist einfach, dass du dich schon mit Leuten connectest, die du sonst nie treffen würdest. Also ich kann mit 100%iger Garantie sagen, dass ich die Leute, mit denen ich mich jetzt treffe oder getroffen habe in der Vergangenheit, die hätte ich sonst nie kennengelernt. Weil die Leute aus ganz unterschiedlichen Sparten kommen und ja, auch aus unterschiedlichen Altersgruppen. Also das finde ich schon wirklich cool daran, dass man da halt sich, dass die Nutzer halt auch einfach sehr divers sind. Und so wie ich auch letzte Folge gesagt habe, man trifft sich dann mit Männern, die sind komplett unterschiedlich. Die einen sind so, die anderen sind so, aber man versteht sich mit beiden auf unterschiedliche Arten. Und das ist einfach mal ganz interessant, finde ich. Ja. Vor allem auch für mich, weil ich mich eigentlich relativ lange von Männern eher ferngehalten habe und da eher verschlossen war. Und für mich war das jetzt einfach auch wichtig, die letzten Monate, mich mit verschiedenen Leuten zu treffen und auch einfach diesen Blind-Date-Charakter zu haben. Also es ist kein richtiges Blind-Date, weil man weiß ja ungefähr, wer die Person ist. Aber trotzdem sind es ja fremde Leute. Und für mich war das einfach auch ein wichtiger Step aus meiner Komfortzone, dass ich sage, okay, ich treffe mich halt auch wirklich mit den Leuten und mache da so meine Erfahrungen. Und du hast dich wirklich mit vielen Männern getroffen und da auch nie den Mut oder irgendwie das Selbstbewusstsein verloren. Ich habe immer das Gefühl, ich habe mich jetzt erst mit viel getroffen, aber mit jedem Mann, wo es dann nichts wird, zweifle ich ein bisschen an mir selbst. Bin ich das Problem? Bin ich nicht gut? Finden die Leute mich? Weißt du? Ja. Also ich meine, mit zwei von denen ist mit drei von denen ist eine Situationship entstanden. Der erste war jetzt Burgtheater-Boy, wo ich nicht weiß, wie es und ob es weitergeht, weil ich fühle mich gerade nicht so, jemanden zu schreiben, wieder jemand, also, weil es da schon jetzt noch auch andere gibt, mit denen ich schon auf WhatsApp bin und die schon irgendwie, I don't know, mehr in meinem Leben sind und die ich jetzt erstmal wiedersehen will, aber ganz abhaken würde ich den jetzt vielleicht auch noch nicht, aber trotzdem zweifle ich an mir, dass das nicht gleich so Bang gemacht hat. Aber es kann nicht mit jedem Bang machen, Das kann nicht und vor allem, ich fühle das eigentlich auch selten, oder kaum, dass ich eine Person treffe und mir dann so denke, wow, die Person, die ist es jetzt. Beziehungsweise in der Vergangenheit dort, wo ich das Gefühl habe, hat es nicht funktioniert. Also
Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, aber man muss auch weg von dem, ich bin nicht gut genug. Also das ist für mich auch gerade ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass ich mir denke, okay, es passt halt nicht, aber jetzt nicht, weil ich irgendwie nicht interessant genug bin oder nicht schön genug bin oder nicht, was weiß ich, alles bin oder kann oder habe, sondern es ist halt einfach so ein Feeling. Und entweder man connectet oder man connectet halt nicht. Und ja, ich meine, das sagt sich jetzt so einfach, aber es ist auf jeden Fall was, was man auch nicht beeinflussen kann. Und ich habe das heute erst gemerkt, ich habe heute ein Outfit angehabt, in dem ich mich richtig wohlgefühlt habe. Und es war mal was anderes. Also ich hatte so eine rote Strumpfhose an. Mhm. Rot ist eigentlich nicht so meine Farbe, aber ich habe die geschenkt bekommen und ich war so, okay, komm, heute ist der Tag. Und ich bin heute, als ich zur Arbeit gegangen bin, habe ich tatsächlich Reputation gehört von Taylor Swift. Wir haben es jetzt geschafft, in, weiß ich nicht, 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu sprechen, ohne, ohne sie zu erwähnen, aber she's back. Und ich bin wirklich so zur Arbeit gegangen und habe mir gedacht, ja, die, die mich nicht wollen, die wollen mich halt nicht. Ja, und? Ist halt so. Ja. Irgendwann wird er schon kommen. Na sicher. Ob auf einer Dating-App oder nicht, ist halt... Weißt du, was ich jetzt beim Schnitt und beim also nochmals und nochmals Hören unserer Folge mir dann nochmal aufgefallen ist? Das finde ich das Traurigste, was du jemals gesagt hast, nämlich, dass du gar nicht weißt, wie sich Liebe anfühlt, weil du das noch nie hattest. Ja, das macht es natürlich schwierig. Also ich habe schon dieses, also so wirklich diese Crushes, ja sicher hat man die und da ist man gleich mal so verknallt halt in jemanden, das hatte ich schon ein paar Mal. Aber ja, soweit hat sich's noch nie entwickelt. Aber ist ja auch irgendwie schön. Auf der einen Seite hat mich der Gedanke immer so ein bisschen gestresst, weil irgendwo hat man im Kopf so eine Timeline. Mit 25 will ich das und das erreicht haben oder will ich in der und der Beziehung sein. Aber wir wissen alle oder wir kommen alle früher oder später drauf, dass das Leben halt einfach nicht so funktioniert. Und mittlerweile finde ich den Gedanken ganz schön, dass ich so diese erste große und vielleicht auch einzige mit viel Glück Liebe noch vor mir habe. Who knows? Es ist wirklich ein schöner Gedanke. Ja, ich denke dann auch manchmal an Charlotte. Es gibt so einen Moment in Sex in the City, wo sie so sagt, ja, der Mensch hat nur zwei Lieben. Und auf alle in bei der Folge bin ich gerade. Ja. Auf alle trifft es zu. Ja. Und ich habe dann halt so gedacht, okay, erste Liebe K1, zweite Liebe Leon. Und ja, wer schreibt mir jetzt hier rein? Wieder eine Dating, Boy von der Dating-App? Nee, es ist der Boy, der heute noch vorbeikommt. Ah! Er will Victor genannt werden. Okay, na dann machen wir das so. Heute kommt noch jemand vorbei. Ich habe auch immer eine Dating-App kennengelernt. Ja. Und es ist so ein Annähern. Also es ging alles rasant los. Und an ihn habe ich halt auch die ganze Zeit gedacht, als ich jetzt spazieren war mit dem Burgtheaterboy, weil bei Victor und mir, das war das perfekte Date. Ich habe zu Victor am nächsten Tag gesagt, das war das perfekte Date, was wir jetzt gerade hatten. Wir haben uns getroffen, mittags um eins. Es war eine Stunde so früh für meine Belieben, aber es war okay. Es war... Mhm. In der ersten Woche des Jahres und ich hatte noch Urlaub und wir wollten eigentlich spazieren gehen, aber es war der windigste Tag überhaupt in Wien. Und dann sind wir ja, halt mehr oder weniger in die Stadt spaziert, haben uns kurz reingesetzt. Ich habe Tarotkarten gelegt. Tarotkarten ist wirklich mein Top-Tipp an alle. Ja. Beim Dating. Holt die Tarotkarten raus, macht die Eseschiene und fragt die Leute, was hast du gerade für Fragen, was bewegt dich gerade, was sind deine Themen. Du mischst die Karten, währenddessen überlegen die Typen, was bewegt mich gerade. Und dann sind sie auch aber auch ehrlich und sagen halt irgendwie wirklich was. Es ist irgendwie immer ein schöner Moment und dann kommt halt was raus, weil Tarotkarten geben dir immer irgendwas mit auf den Weg und die denken dann wirklich auch so nach, zumindest jetzt die Typen, die ich gedatet habe. Und das ist immer voll das schöne irgendwie Erlebnis und das schweißt dann auch so zusammen und die haben sich dann so geöffnet und wenn sie sich geöffnet haben, dann gehe ich rein, dann machen sie ihr Herz auf für mich. Naja, und dann, es war dann schon spät, ich hatte irgendwie Hunger und dann, wir haben über Nudeln mit Tomatensauce geredet, dass das halt mein Lieblingsessen ist und
ich weiß nicht, ob er oder ich gesagt haben, dass wir das ja bei mir kochen können, aber wir sind dann auf jeden Fall zu mir, haben das gekocht. Und the rest is history. Und das war so rund, so schön. Ich habe dann zwar Herpes bekommen, aber es war einfach Connection von Anfang bis Ende. Und es war so, dass ich mir hätte denken können, dass da jetzt irgendwas Ernsteres draus entsteht. Und am nächsten Tag, wir sind zum Bäcker und Zeitung holen gegangen. Er hatte so seinen Arm um mich und ich wirklich eine Woche später war noch Heartbreak wegen dem anderen. Und jetzt war ich da, gehe über die Straße Brötchen holen. So, er hat die Brötchen in der Hand, ich die Zeitung. Es war wie so in einer Traumvorstellung. Ich bin da nicht drauf klargekommen, wie schnell sich Dinge doch schon wieder ändern können. Und so rasant das gestartet hat, dann ist es aber auch erstmal auf die Bremse gewesen. Und er war dann weg und ich war krank und dies, das, Ananas. Und jetzt gehen wir das gerade irgendwie ganz langsam an, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Aber ich finde das so gut und ich finde das so wichtig, weil das hattest du ja schon ein paar Mal, dass du ein Date hattest. Und dann, wo du die Story über das Date erzählt hast, war es so, ja, der ist so toll und ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich mit dem auch was aufbaue und dass ich mit dem was entwickle. Also du denkst da gleich wieder in diese Richtung, was ja auch völlig fein ist, weil es halt einfach das ist, was du dir auch wünschst. Da bin ich halt dann wieder genau der Gegenpol dazu, weil ich treffe einen Typen und ich bin froh, wenn ich ihn nochmal sehen will. Das ist schon ein Win für mich. und deshalb finde ich es auch ganz interessant, dass du das... diese Geschichte sich ein bisschen langsamer entwickelt gerade aktuell und dass du ihm aber trotzdem, weil vor ein, zwei Wochen hatte ich das Gefühl, okay, du hast da schon einen Haken drunter gesetzt und das ist eigentlich nicht mehr interessant, aber jetzt ist er doch wieder in deinem Kopf und ihr trefft euch jetzt wieder und so wie du sagst, es ist halt jetzt einfach langsamer, es ist halt mal was anderes. Ja, ich weiß halt nicht, wie sehr ich ihn in mein Herz lassen kann, weil er plant Erasmus und so weiter und so fort und ich will eigentlich jemand, der hier ist und bei mir ist, aber ja, I don't know. Ja, aber da denkst du halt schon wieder ganz, ganz weit. Also. Ich denke schon wieder weit. I know. Mm. Ja, das gucke ich mir alles an. Und zweitens, wir sind zwar irgendwie so vertraut, aber letztes Mal hatten wir ein ganz wertvolles Gespräch darüber, dass er noch nicht so richtig der ist, der er ist. Aber generell, aber eben auch mir gegenüber, nur in manchen Momenten richtig aufmacht. Und ich habe zu ihm gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, ich will dich schütteln, weil er eben so reserviert ist. Und ihr wisst alle, wie ich bin, und ihr hört es vielleicht auch, falls ihr nicht wisst, wie ich bin. Ich sprudel so und ich rede schnell und ich rede mit meinem Arm und ich habe so viel auf dem Teller und ich mache so viel und ich liebe das Leben und ich bin positiv und ich lebe meine Träume, bla bla bla. Und wenn eine Person das so gar nicht ist oder einfach auch keine Leidenschaft hat oder einfach irgendwie der Vibe halt nicht so ganz passt, dann ist das manchmal schwierig, finde ich. Aber ich glaube, er hat das in sich. Es ist bloß irgendwie sehr vergraben. Und ich muss dann jetzt aber auch wieder an Tai denken, weil Tai war auch nicht unbedingt wie ich. Dem ging es irgendwie nicht gut mit dem Leben so aktuell. Aber irgendwie... zumindest wie wir geschrieben haben. Ich habe immer gesagt zu Laura, wir haben dieselbe Sprache gesprochen, weil wir haben über dieselben Witze gelacht, größtenteils, und einfach wir haben die ganze Zeit geschrieben, den ganzen Tag. Und immer, wenn eine Nachricht kam, war ich so, das weiß Laura. Aber ja, aber das ist auch das, was ich immer zu dir sage, es ist, natürlich schön, wenn es einer Person gut geht, wenn sie bei dir ist, aber es ist nicht deine Aufgabe, das aus der Person rauszuholen oder der Person zu zeigen, hey, das Leben ist schön. Weil wenn das eine Person nicht so sieht oder wenn Victor sich nicht von selbst öffnet oder da halt einfach nach wie vor zurückhaltend bleibt, dann ist das so und dann ist es auch nicht deine Aufgabe, da mit Mühe und mit Energie an die Sache ranzugehen und das versuchen, aus ihm rauszuholen. Weil wenn er es nicht will oder wenn er es nicht fühlt oder keine Ahnung, dann ist es halt so und dann ist es halt wieder eine Sache von, okay, ist man dann kompatibel oder nicht. Ja. Weil du hast schon manchmal so diese Tendenz, dass du, das sagst du ja auch selber von dir, so dieses I can fix him. Also ich kann ihm helfen und ich kann ihm zeigen, ich kann ihm beweisen, es ist alles toll und wir können eine schöne Zeit haben.
Und das verstehe ich voll und das ist ja auch wirklich ein schöner Gedanke, aber wenn die Leute das nicht selber so sehen wollen oder sich auch nicht drauf einlassen können, dann ist es schade für sie, aber dann ist deine Energie vielleicht bei dem anderen besser aufgehoben. Ja, ja, ich habe so ganz, ich habe oft irgendwie Typen, die irgendwie Heilpotenzial haben und ich, mein Statement ist, I can make anything heal. Ich kann alle heilen. Und gestern hatte ich tatsächlich, das habe ich dir noch nicht erzählt, Laura, so einen kleinen Thai-Abend oder halt einen Moment, einen kleinen Rebound im Sinne von ich habe an ihn gedacht. Ach so, ich habe gedacht, okay. Nee, nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich hier schon erzählt, dass ich ihm auf der Straße begegnet bin? Habe ich das im Podcast erzählt? Im Podcast glaube ich nicht mehr. Naja, ich bin der Person, mit der ich jetzt eben 4 Monate was hatte, auf der Straße begegnet. Aber ich habe mir dann eben gestern im Bett gedacht, unter Tränen, er hat mich zwar nicht zurückgeliebt, aber er hat gemacht, dass ich mich liebe. Er hat wirklich bei mir für Selbstliebe gesorgt, die ich vorher so in dieser Art nicht gekannt habe, vor allem seit Dezember. Also eigentlich in den letzten 2 Wochen vor allem. Und ich nenne ihn immer mein Engel. Er ist wirklich mein Engel. Und der Begriff Engel passt eigentlich überhaupt nicht zu ihm und seinem Auftreten und überhaupt zu dem, was er ist. Aber er ist mein persönlicher Engel. Naja, also Dating-App, es können ganz wunderbare Dinge hervorbringen. Aber ich glaube, ich werde sie jetzt erstmal wieder hinter mir lassen. Ja? Ja, muss ich ganz ehrlich sein, das hat mich jetzt gestresst. Es kann doch nicht sein, dass es für mich als Zeitvertreib nur Instagram oder Hinge gibt. Nora liest wieder Buch, hab wieder Serie, Laura und ich gucken jetzt One Day, bin jetzt aber schon wieder fast durch. Laura, heute war wirklich die beste Szene, ich glaube, es war Folge 11. Ich kann nichts sagen dazu, aber ich bin kurz gestorben. Nee, das müssen wir gemeinsam debriefen. Okay. Nee, ich schau gerade wieder Sex in the City weiter. Aber wir schweifen jetzt mit den Serien vom Thema ab. Das Thema ist ja swipen oder nicht swipen. Jetzt haben wir die Dating-Apps so ein bisschen besprochen. Man könnte natürlich sich stundenlang darüber unterhalten. Was mich noch interessieren wird, ist, was ist so, gibt es irgendwas, wenn du das im Profil siehst, dann swipest du sofort nach links? Also irgendwas, was ein absolutes No-Go ist? Ja, das ist auch so ein Riesenthema, aber wenn er unter 1,80 ist. Oder unter 1,70, das ist halt so oberflächlich. Aber es ist halt leider so. Ich glaube auch, wenn ich die Person wiederum im Echt treffen würde und sie würde mich komplett vereinnahmen mit ihrer Ausstrahlung, dann wäre mir das auch wieder egal. Das ist halt so das Ding. Und schreibe ich noch direkt nach links? Ich bin halt schon picky, was Aussehen angeht, muss ich wirklich sagen. Ja. Also, ich mag es halt auch gern, wenn... Also was ich nicht mag, ist, wenn Fotos so gepostet sind. Also ich habe da ein Profil im Kopf, habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass Männer dann wirklich so auf der Couch sitzen mit irgendeinem Self-Help- oder Business-Buch und halt irgendwie, wo ich mir so denke, komm, wie ist dieses Foto entstanden? Hast du dir dann Stativ hingestellt, deine Ringlicht-Dings und... hast du gedacht, jetzt setze ich mich auf die Couch und mache mir Selbstauslöser-Bilder oder wie ist das Foto zustande gekommen? Das finde ich halt immer lustig. Und für mich ist Klettern so ein No-Go. I'm sorry. Ja, es ist wirklich, wenn ich... Ja, also Klettern und Bouldern, wenn da steht, jemand klettert oder bouldert, dann gehe ich automatisch nach links. Aber warum? Weil ich finde es wahnsinnig bewundernswert, dass man sich mit seiner Körperkraft so da an Wänden hoch handelt. Diplomatisch. Aber, also Punkt 1 ist, ich habe so ein bisschen Höhenangst. Also ich, wir waren noch ein paar Mal in... Was? Sie läuft die Person weg, weil sie Höhenangst hat. Ich glaube nämlich, ich bin der Überzeugung, dass Klettern, das ist sowas, entweder du machst es 100% oder du machst es gar nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn du einmal in dieser Welt drin bist, dann bist du in der Kletter-Community angekommen
Und dann sagst du allen, wie toll das ist. Und ich kann nicht, also ich gehe nicht, man kriegt mich diese Wand nicht hoch. Ich bin auch ein bisschen, ich habe das zweimal gemacht, weil wir damals in der Schule waren und ich habe gezittert am ganzen Körper. Es ist nichts für mich. Denkst du, er würde dich überzeugen wollen? Du kannst ja auch Grenzen setzen und sagen, ich gehe, kletter nicht mit. Nee. Es ist halt gleich doof, wenn man nicht dieselbe Leidenschaft hat. Bei mir war das neulich so, ja. Du hörst gute Musik und dann war in seinem Profil, das war so ein Skaterboy, ganz viel so Rap und Dill. Und ich so, wenn der wüsste, dass ich hier nur Taylor Swift höre. Ja. Aber es ist ja vielleicht am Ende so, dass beides koexistieren kann. Du musst vielleicht ja nicht klettern. Und vielleicht, wenn ich die Person oder diese Person dann echt treffen würde, vielleicht würde ich dann, wäre es Instant Match. Ich habe jetzt schon mal dein, Straf-To-Do. Sag mir jetzt bitte nicht, ich muss in die Kletterhalle gehen und einen Typen dort aufreißen, weil dann du bin ich raus. Du musst insgesamt 3 Personen liken, aber mindestens eine, die klettert oder bouldert. Du, da bin ich schnell durch, weil da gibt es eh viele auf Bumble. Gut. Ich glaube, deshalb bin ich noch nie an mein Swipe-Limit gekommen, weil die alle klettern. Ja, weil sie die alle nach links swipen. So, und jetzt? Ja. To be fair, ich bin mal mit einem ausgewesen, den zähle ich aber immer nicht mit. Das war meine einzige Person, die ich getroffen habe über Bumble. Wir haben uns sogar zweimal getroffen. Einmal in so einem Café und einmal waren wir im Ballett zusammen. Das war auch ein wildes Date. Aber ja. Ewig stand... Also, oh, egal. Er hat nur Englisch geredet. Das ist auch ein No-Go für mich übrigens. Wenn die Person, für mich persönlich, für Laura nicht so, weil Laura wirklich fluent in Englisch ist. Ich bin schon auch fluent, aber ich bin nicht auf Englisch ich selbst. Da hat man eine andere Stimmlage, da hat man andere Witze, da hat man andere Worte. Nee. Aber anyway, zurück zu dir oder zu mir. Es ist jedenfalls nichts mit dem Kletterboy geworden, aber bei dir vielleicht. Ja, ich werde es ausprobieren. Ich berichte dann nächste Woche, wie es läuft mit den Kletterboys. Vielleicht stehe ich ja nächste Woche schon irgendwo auf der Matte mit schwitzigen Händen und zitternden Knien, weil ich jetzt da in Höhe muss. Jetzt geht's hoch hinaus. aber Laura, wie ist das jetzt bei uns? Jetzt haben wir viel über Dating-Apps geredet. Wie ist es, ohne die Dating-Apps zu leben? Wo trifft man Leute? Wie geht man es an? Ich habe zum Beispiel zu Laura heute gesagt, ich hätte Bock auf Feiern gehen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das in meinem ganzen Leben sage. Und damit meine ich nicht die Taylor Swift Party, zu der wir nächste Woche gehen, sondern ich wäre sogar ready, in den Techno-Schuppen zu gehen. Mhm. Wo wahrscheinlich alle sind, die nur noch Studenten sind. Wobei manchmal sind auch Leute, die nicht mehr Studenten sind, in Techno-Clubs. Ich kenne mich gar nicht aus, weil ich noch nie im Techno-Schuppen war. Und ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das da nüchtern aushalte, aber es wird probiert werden. Ja, finde ich gut. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich jetzt unbedingt im Club auch die Liebe meines Lebens finde, aber sag niemals nie. Man tanzt sich dann so an und so. Es ist schon ein sexy. Ja, aber mein Gedanke bei so Clubs ist immer, der ist betrunken oder der hat irgendwas anderes im Körper. Das heißt, du lernst ja dann auch nicht die wirkliche Person kennen. Oder man ist dann auch man ist ja dann auch mit seinen Freunden oder ist dann halt so mit seiner Clique unterwegs. Das heißt, manchmal schaut man dann vielleicht auch nicht links und rechts oder die, ja. Aber Laura, eigentlich sind wir total verkehrt für das, was wir wollen, weil du willst nichts Festes und dir kann es egal sein, ob du die richtige Person oder nicht kennenlernst, sondern dir muss es nur wichtig sein, ob die Person gut küssen kann, etc. Wobei, da bin ich auch vorsichtig, also das hatte ich noch nie, dass ich, dass ich irgendwo beim Weggehen wen kennengelernt habe und dann mit dem was hatte, weil ich da einfach ein bisschen zu großen Respekt habe, weil ich mir denke, du bist trotzdem ein Fremder. Ja, die Leute auf den Dating-Apps sind auch Fremde, aber mit denen schreibt man vorher ein bisschen. Das heißt, man kennt sich so, zumindest hat man irgend so eine Grundidee von wer die Person ist. Und so wirklich die Leute im Club kennenlernen und dann mit denen nach Hause gehen oder dann irgendwas. Da ist bei mir einfach... Da merke ich schon, wie es mir hier ein bisschen eng wird im Hals, weil ich mich da einfach, glaube ich, nicht so sicher fühle. Es sei denn, es matcht halt voll, aber... Wir sind halt zu zweit da. Du und ich gehen zu zweit hin und wir können auch zu zweit gehen. Du kannst ja die Person dann kennenlernen oder wir halt.
und dann sich erstmal nur Nummern austauschen und dann trifft man sich nochmal entspannt auf dem Spaziergang im Volksgarten. Ja, das ist was anderes, ja. So, weil ich muss die Person schon ein bisschen kennen. Also ich bin jetzt auch nicht die, die sagt, okay, komm, ich kenne dich nicht, aber für einen Abend reicht's. Also das bin ich auch nicht. Ja, ich bin ein bisschen kompliziert, was das angeht vielleicht. Aber ja, außerhalb von so Clubs und so lernt man ja auch Leute kennen. Mir ist tatsächlich letzte Woche war das, es war abends, ich saß an der Straßenbahnhaltestelle und war eigentlich total fertig vom Tag. Und dann kommt so ein Typ und spricht mich an. Und ich habe halt immer meine AirPods drin, das heißt, ich kriege das meistens nicht mit. Und der stand dann aber halt wirklich so vor mir und hat halt irgendwas über meine Haare gelabert, ich weiß es nicht mehr. Ich fand den halt nicht gut und der war auch irgendwie weird. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass ich bis jetzt, wo ich so auf der Straße angesprochen wurde, war es eigentlich nur von komischen Typen. Und von Typen, die das dann auch nicht respektiert haben, dass man halt sagt, man hat kein Interesse. Also der hat das dann wirklich nur respektiert, wo ich dann gesagt habe, ich fahre jetzt zu meinem Boyfriend heim, den ich ja nicht habe, aber dann irgendwie war es für ihn so, okay, ja, dann lasse ich dich halt. Wobei er dann auch gefragt hat, ja, wenn du keinen Freund hättest, würdest du dann mit mir weggehen? Wo ich mir so denke, komm, was willst du jetzt von mir hören? Also, das ist wirklich... Aber generell angesprochen werden, finde ich eigentlich immer, was heißt immer sweet, aber ich finde, es wird zu wenig gemacht. Also wir sprechen halt immer voll die Falschen an. Und vor allem wir Frauen sprechen aber auch selten Leute an. Und ich habe mir heute tatsächlich gedacht, man hat ja irgendwie immer, also oft denkt man sich ja bei hübschen Typen, oder die man halt für sich hübsch findet, der hat bestimmt eine Freundin. Mhm. Aber dann würden die sich ja von mir vielleicht auch denken, ich habe einen Freund. Ich habe aber auch keinen Freund. Ich wollte gerade sagen, das ist der Grund, warum man sie mal anspricht. Weil die sehen uns und die denken sich so, die hat bestimmt einen Freund. Wie kann die Single sein? Ja. Und das, wir machen halt so halb Spaß, Laura und ich, aber ja, das sind so die Gedanken. Letztens haben wir gemeinsam, das war am Samstag, so einen tollen gesehen, weißt du noch, auf der Maria-Hilfer-Straße. Der hatte aber eine Freundin dabei. Oh, den fanden ja beide gut. Mein Gott. Ja, und ich habe tatsächlich, ich habe auch noch nicht oft in meinem Leben wen angesprochen, eigentlich einmal. Und das war, wow, also da ist mir auch das Herz in die Hose gerutscht, wirklich. Also da war ich auch wirklich nervös. Ich bin vor Dates und so bin ich eigentlich meistens ganz cool, weil ich mich so denke, ja, man lernt sich ja mal kennen, aber... Was hast du dazu denn gesagt? Naja, es war so, ich habe den... Es ist in so einem Café in Wien, das hat auch abends halt offen, ist dann so Café-Bar-mäßig. Und ich war tatsächlich auf zwei Dates mit zwei verschiedenen Typen in diesem Café, jeweils an einem Samstag. Und diese beiden Male war er, also er ist Barkeeper, war halt hinter der Bar. Und ich habe den schon während des ersten Dates gesehen und habe so gedacht, oh, den finde ich gut. Habe dann aber nicht weiter drüber nachgedacht und dann beim zweiten Date saß ich halt wirklich an der Bar mit dem Typen und ich konnte dem Typen, mit dem ich dort war, konnte ich fast gar nicht zuhören, weil ich irgendwie so, der andere hat mich so an den Bann gezogen. Und das ist im Nachhinein eigentlich voll unfair. Und ich habe dem dann aber auch gesagt, hey du, ich glaube an der Stelle lassen wir es. Nicht so direkt, aber ich habe es ihm halt angedeutet und wir haben uns seitdem auch nicht mehr gesehen und wir haben keinen Kontakt mehr. Also ich glaube, es war relativ klar. Und jedenfalls saß ich dann halt bei diesem Date in der Bar und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, wie spreche ich den jetzt an und vor allem wann? Weil ich kann ja jetzt nicht, während ich noch mit meinem Date in der Bar bin, kann ich ja jetzt nicht den anderen Typen ansprechen. Und wir sind dann gegangen und ich bin dann... ins Pilates-Studio, das ist nämlich ums Eck, dort, wo ich unterrichte, und bin dann kurz mal hin und habe mir so gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich auch einer Freundin von mir, glaube ich, geschrieben, ich habe diesen Typen schon wieder gesehen oder habe ich dir geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich finde dann halt so cool und ich weiß jetzt nicht, ob ich den ansprechen soll oder nicht und habe mich dann dazu entschlossen, ja komm, jetzt geh doch einfach nochmal hin und sprich ihn an, was hast du zu verlieren?
Und ich bin dann wieder zurück und ich bin aber dann wirklich 2 Runden um dieses Café gegangen, weil ich halt immer so ein bisschen von außen die Lage gecheckt habe, ob es da drinnen jetzt gerade ganz crowded ist und da voll viele Leute sind oder ob es halt, ob er quasi eine Sekunde Zeit hätte für mich. Und weil ich mich halt auch einfach nicht getraut habe. Also ich war dann wirklich so, mache ich es nicht. Und habe mich dann dazu entschlossen, ich gehe jetzt rein, ich mache das. Ich habe wirklich, mein Herz hat so gepocht. Und ich bin dann an die Bar und er ist dann zu mir her und er dann halt so, ja, was ich halt bekomme oder was ich halt will. Und ich so, ich war eh schon vorhin da und ich wollte dir nur sagen, du bist mir aufgefallen und falls du mal Lust hast, können wir ja mal was trinken gehen. Und dann hat er halt gemeint, ja, schade, er lernt gerade jemanden kennen. Und dann war ich so, hey, alles gut, passt und bin gegangen. Und bin ich erstmal gegangen und habe mal durchgeatmet, weil es natürlich nicht die Antwort war, die ich mir erhofft habe, aber es war so empowering. Also ich habe mir dann wirklich gedacht, ich habe es gerade wirklich gemacht, ich habe gerade wirklich jemanden angesprochen. Und es war unterm Strich völlig fein, dass er gesagt hat, hey, er lernt gerade den anderen kennen. Es war einfach die Experience. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist scary, aber... Also Nori, nächstes Mal in der U-Bahn. Tu's. Sprich ihn an. Woran ich auch immer wieder denke, das war eine Schnapsidee von uns drei Freundinnen letzten Sommer. Aber wir wollten so Visitenkarten machen, wie wo drauf steht, du bist eine 10 von 10, aber... Und dann auf der Rückseite steht, finde das heraus und dann so die Nummer draufschreiben. Ja. Das war mal so ein Ding, dieses so ein bisschen 10 von 10, aber ich glaube, heute würde sich, kennt das keiner mehr. Aber, ja, das ist mir ist es peinlich dahin zu, das habe ich auch schon, also auch einfach, dass die Leute in der U-Bahn alle drumherum stehen. Ach, I don't know. Aber ich habe heute Morgen, war das heute? Bin ich die U-Bahn-Treppe hochgefahren und es kam jemand entgegen. Und ich gucke die Leute immer an, weil ich suche immer den Blickkontakt. Ich will mich da üben, auch Blickkontakt zu halten. Mhm. Ich bin so gegangen und habe halt zu dem einen so Blickkontakt gehalten und er so, also für die, die jetzt nicht das Video gucken, er hat halt so gemacht so, so den Kopf so bewegt und mich dann nochmal so angeguckt so. Aber so gelächelt so, irgendwie nicht bloß so shy irgendwie, sondern so richtig so eine Mini-Kopfbewegung gemacht. Ja. Und halt das acknowledged sozusagen, dass ich ihm angeguckt habe. Und das fand ich irgendwie super. Und das will ich mir jetzt, glaube ich, übernehmen. Mal so als ersten Step. Wenn mich jemand anguckt, den ich gut finde, mache ich so, Ja, man lächelt. Ich finde, das ist aber schon mal ein erster Step, dass man dann halt einfach so zurücklächelt. Oder halt die Person anlächelt. Ja. Und ich finde es natürlich in der U-Bahn, ich verstehe schon, das ist halt schwierig, weil natürlich man hat die Leute drumherum, man weiß nicht, steigt die Person jetzt vielleicht aus oder nicht oder... Viele haben ja auch die Kopfhörer drinnen. Aber ich finde es auf der Straße auch schwierig. Ich habe noch nie jemanden auf der Straße angesprochen. Weil da sind die Leute busy, die gehen. Denen willst du dann auch nicht hinterherrennen oder sie so abfangen. Das heißt, das finde ich auch schwierig. Also so, ja, vielleicht in so Cafés, Bars ist es eh einfach, am einfachsten. Jemand, mit dem ich mal was hatte letztes Jahr, wie nennen wir ihn jetzt? Nennen wir ihn Monet. Der hat Leute oft auf der Straße angesprochen und er meinte, er macht das immer so, hey, ich finde, du hast ein nettes Lächeln, ich bin Monet, so nach dem Motto. Also, oder so, hey, ich finde, du siehst interessant aus, ich wollte dir noch nur kurz sagen, ich finde, du siehst voll interessant aus. Das ist eigentlich voll cool. Ja, und das ist auch ein schönes Kompliment und ich schätze ihn auch so ein, dass er dann, ja, das ist halt dann die Frage. Ich meine, man kann dann schon irgendwie so sagen, ich hätte irgendwie Lust, dich kennenzulernen oder hast mal Zeit auf einen Kaffee oder so oder gehen wir mal was trinken. Ja, so. Aber ich finde, man muss halt dann auch akzeptieren, wenn es halt nein ist. Ja. Weil eben so wie letztens dieser eine, der mich da angesprochen hat, da fühlt man sich dann echt nicht wohl, sondern wenn die Person halt sagt, ja, ich habe keine Lust oder was auch immer oder ich habe einen Freund dann auch einfach mal gut sein lassen. Ich kenne jemanden in meinem näheren Umfeld, der saß neulich auf einer Parkbank, hat so Doku gelöst
Und es kam ein Typ, mit dem sie sich mega gut verstanden hat. Und wirklich auf einer Wellenlänge ewig geredet, geschrieben, yada, 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 wirklich auf der Parkbank kennengelernt. Und das ist mein absoluter Traum. Ja, das stimmt. Einfach so auch, ja, wenn man sich wo kennenlernt, wo man auch gerade was macht, was einem Spaß macht. Weil dann ist man so in seinem Element. Seit letzter Woche manifestiere ich, dass ich jemanden im, weil das ist eigentlich mein Highlight des Wochenendes, mein schönen Brunnenspaziergang. Und dass ich da jemanden kennenlerne, weil da bin ich wirklich in meinem Element und liebe das Leben. Ja, aber wie würdest du denn dann gern angesprochen werden? Hey, sorry für die Störung, ich finde, du siehst interessant aus. Nee, keine Ahnung. Ja, irgendwie so, doch. Das, ja? Es ist, honestly, wenn es der Richtige ist, ist mir egal, wie er mich anspricht. Ich bin im schönen Brunnen schon 3-4 Mal angesprochen worden. Es ist mir egal, wie ich angesprochen werde, wenn es der Richtige ist. Und ja, es ist selten bis jetzt der Fall gewesen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber trotzdem sollte man vielleicht auch die Dinge selber in die Hand nehmen. Die Dinge selber in die Hand nehmen und doch einfach öfter mal Leute ansprechen oder halt zumindest mal anlächeln und so ein bisschen ein Signal setzen, weil ich habe mir, das war mein U-Bahn-brechender Gedanke tatsächlich, haben wir dann einen Einspieler. Ja, das habe ich mir letztens tatsächlich wirklich in der Straßenbahn in dem Fall gedacht, aber man weiß ja gar nicht, wie viele Secret Admirer man hat. Also man weiß ja gar nicht, wie viele Leute einen eigentlich gut finden, weil ich denke mir, öfters mal in der Woche bei Männern, die mir so entgegenkommen oder die man auch in der Mittagspause mal sieht, wo man sich was zu essen holt oder wann auch immer, hey, den finde ich eigentlich gut aussehend oder der ist interessant für mich oder der hat eine schöne Energie. Aber man sagt es den Leuten ja nicht und so denken ja vielleicht viele Leute über einen selbst auch. Stopp, aber wenn jemand zu mir sagen würde, du hast eine schöne Energie, kann er mich ja, da würde ich aufs heiraten. Knie gehen. Ja. Das ist eines der schönsten Komplimente, ja. Oh mein Gott, aber kann man das einem Typen auch machen? Sehen die das auch so? Das muss ich dann gleich mal Viktor fragen. Das, ja, klär das mal. Das würde mich interessieren. Werde ich aber euch nächste Woche abgeben. Auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn er das nicht appreciaten kann, Kompliment, ist es kein gutes Zeichen. Ja. Ja. Oder aus, man kann ja auch Ausstrahlung sagen, das kann ja, muss ja jetzt nicht Energie sein, aber... Das Ding mit dem Ansprechen ist immer, man denkt sich so, was, wenn er Nein sagt, aber was ist, wenn er Ja sagt? Ja, wobei ich glaube, ich wäre überforderter, wenn er dann Ja sagt, weil was ist dann? Dann gebt euch eine Nummer und geht mal einen Kaffee trinken oder einen Tee. Ein Tee. Ja, Eva. Weißt du, mein Smiley. Wir treffen uns nächste Woche auf einen Tee. Wir treffen uns nächste Woche zum Tee. Keine Insider hier. Aber ich finde, also ich glaube, wenn ich jemanden anspreche, dann rechne ich schon mit einem Nein. Weil ich halt Leute auch anspreche, wo ich mir denke, der hat sicher eine Freundin. Ja, aber weißt du, das ist ganz böse, was ich jetzt sagen werde, aber der Typ auf der Marienhilferstraße, den wir beide gut fanden, die Freundin war nicht auf demselben Level wie er. Und ja, auch das wir halt können jemanden haben, der viel hübscher ist als wir. Also hübscher als du geht zwar eh nicht, aber zum Beispiel Harry Styles ist nicht zu viel für uns. Es ist nicht zu viel verlangt. Nee. Wir können haben, wen wir wollen. Wir müssen bloß die richtigen Energien haben. Ja. Und das ist ja auch wieder das, das ist jetzt eigentlich schon wieder ein neues Thema und auch ein Thema für eine neue Folge vielleicht. Dieses, ja, das Äußerliche halt, wie sehr man es vielleicht überbewertet. Ja. Aber ja, man hat halt manchmal diesen Gedanken, ich weiß, und da fühle ich mich dann auch im zweiten Moment immer schlecht. Aber im ersten Moment ist es halt wirklich so ein Gedanke, der so ganz unreflektiert hochkommt, wenn man jetzt einen Mann sieht, dessen Freundin halt vielleicht nicht gleich attraktiv ist oder auch umgekehrt. Also man, es gibt ja auch im umgekehrten Setting, dass man sich dann so denkt, oh, der ist aber hübscher oder sie ist aber hübscher. Und die passen irgendwie optisch nicht zusammen. Oder ich würde viel besser optisch zu ihm passen. Mhm. Was ja eigentlich auch, ja, vielleicht das, aber vielleicht passt dann die Persönlichkeit überhaupt nicht. Und um das geht es ja am Ende des Tages. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Laura, kommen wir zu unserem To-Do. Kommen wir zum To-Do. Ich kenne dich und du hast dir bestimmt schon was für mich überlegt.
Tatsächlich nicht. Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, was ich dir als To-Do geben soll. Ich habe so Angst so davor, ganz ehrlich. Ein bisschen gewagter ist. Weil, ja, ich will dir jetzt nicht gleich ein U-Bahn-To-Do geben. Okay, ich kann hier mal anfangen, weil ja, Laura, das hast du jetzt noch nicht erzählt, aber Laura hat morgen ein Salsa-Date. Und damit meine ich nicht Salsa zum Essen. Oh, ist auch gut, ja. Ja, das war tatsächlich, den habe ich nach rechts geswiped auf Hinge. Weil in seinem Profil, oder hat er mich geliked, ich weiß es nicht mehr, weil in seinem Profil halt erstens auch irgendwas stand wegen Lesen und er mag es halt, wenn Leute sich für Sachen begeistern können, was ich auch ganz wichtig finde. Aber er hat geschrieben, ja, er geht gerne Salsa tanzen. Und ich finde es wahnsinnig toll, wenn Männer tanzen. Also das finde ich, ja. Wir sind beide Tänzerinnen at heart und haben jahrelang getanzt und deshalb ist es für mich halt auch einfach so schön, wenn man das dann teilen kann mit jemandem. Deshalb gehe ich morgens Salsa tanzen, ja. Mal schauen, wie es läuft. Das ist auch so weit aus meiner Komfortzone. Also vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, niemals. Aber ja, was ist jetzt mein To-Do? Weißt du schon, was du anziehst? Gar keine Ahnung. Muss man hohe Schuhe tragen? Sicher nicht. Ich ziehe auch keine hohen Schuhe an. Ich habe ja nur ganz hohe Hacken. Naja, ich finde es mega aufregend, dass du das machst und ich finde es super. Danach wollen wir in einen Club gehen. Ja. Unser To-Do, also das To-Do ist eigentlich, dass wir das mit dem Club durchziehen. Okay. Und dass wir im Club, oder soll ich den Salsa To-Do oder ein Club To-Do geben? Ist mir egal, aber ich habe jetzt eine Idee für ein To-Do, ja? Na gut, dann fang du an. Na, ich hätte jetzt gesagt, weil wenn wir dann wirklich in den Club gehen, dass du dann auch mal ansprichst. Oh boy. Du auch. Okay. Okay, wir sprechen beide jemanden an. Und ja, meine Schuhverkäuferin aus Dresden sagt ja, dass immer zu mir die Challenge, ich soll mir einen Trink ausgeben lassen. Und dann soll ich sagen, ein Wasser bitte. Queen, weil ich bin ja bodenständig, sagt sie. Du bist ja bodenständig, musst ja nicht sonst was nehmen, sondern Wasser. Ja. Nee, dann nimmst du irgendeinen Cosmopolitan, unseren Drink of Choice. Sehr gut. Das machen wir, Laura. Wir ziehen durch. Aber 23 Uhr auf der Matte. Ach so, nee, ich habe ja schon zwei To-Dos. Also das eine ist mit Klettern auf den Apps. Ja. Und morgen Abend wird jemand angesprochen im Real Life. Ich will ein Screen-Video sehen vom Beweis, dass die Person klettert, du sie gut findest und du sie nach rechts swipest. Das bekommst du. Gut. Und dann, du sollst sie swipen, da ist es aber noch nicht zu Ende. Du sollst auch mit wirklich versuchen, sie kennenzulernen. Okay. Also ja? Jetzt nicht nur swipen und abgehakt, sondern... Ja, ganz genau. Es ist eine Chance geben. Ja, gut. Gut. Mach ich. Nochmal ganz wichtig, bevor wir jetzt die Folge schließen, was ist dein Song für die Playlist? Für die Do It For The Playlist. Ich habe diese Woche wieder das Superior-Album 1989 von Taylor Swift gehört. Und immer von Anfang bis Ende und so weiter und so fort. Und mir ist aufgefallen, Blank Space ist ja eigentlich eine Parodie, die sie über sich selbst geschrieben hat, als Person, die in den Medien als etwas protektiert wird, was sie gar nicht ist. Mhm. Aber ich fühle diese überspitzte Persönlichkeit sehr. Ich bin die Person, um die es in Blank Space geht. Manchmal halt. Ja. So ein bisschen so toxic, stay toxic, und so ein bisschen einfach so bisschen I can make the bad guys good for a weekend. Das bin so richtig ich. Und boys only want love if it's torture und es ist überhaupt, ich nenne sie boys und nicht men und nice to meet you where I've been, irgendwie red lips. Da. Also ich fühle das sehr und deswegen kommt dieser Song, weil ich glaube, weil diese Person einfach zu sehr geschämt wird und es ist voll okay, wenn man so eine Person ist, kommt dieser Song auf unsere Do It For The Playlist. Finde ich gut. Ich liebe deinen Song. Das ist wirklich... Ich glaube, ich habe ihn heute Morgen erst wieder gehört. Das ist, ja, ist ein Mut. Ja. Mein Song geht in ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar habe ich diese Woche tatsächlich ganz viel Ain't Nobody von Chaka Khan gehört. Also die Originalversion. Ja, ich glaube, das ist die Originalversion. Den mache ich auf die Playlist. Ich finde, allein wie der anfängt, das ist ein Vibe. Da cool. Weiß gar nicht, ob ich den Song kenne. Da fange ich
Doch. Der wurde dann gecovert von Jasmine Thompson und... also er ist es Ain't Nobody. Ja, ja. Aber halt die Version aus den 70ern, 80ern, keine Ahnung, wann der rauskam. Den finde ich ganz toll. Allein wie der anfängt, so dieses Intro, da fange ich um 7 Uhr morgens vorm Spiegel zu tanzen an. Sehr gut. Hör ich mir jetzt gleich an, während ich mir Pasta mache. Guter Song zum Pasta machen. Damit, nächste Woche machen wir wieder ein Update, Laura. Und eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, dass auch die Leute ihre Meinung kundtun können. Deswegen schreibt uns auf Instagram. Wen ich aber vor allem mal dazu animieren möchte, was zu sagen, ist Paula. Ja. Paula, gib uns deine Tipps. Gib uns so ein Factsheet, wie man sich den Verlobten in dem Fall manifestiert. In 5 Schritten. In 5 Schritten zum Verlobten. Wie hat Tinder? Könntest ein Buch draus machen. Lauri, es hat mich sehr gefreut. Ich werde dir berichten, wie es heute Abend war. Ich hoffe, irgendwie er schläft bei mir, aber irgendwie hat er morgen schon wieder so viel vor. Keine Ahnung. Aber ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit, was auch immer passiert. Und wir sehen uns morgen im Club. Salsa getanzt haben. Aber ist es, wir können das ja spontan machen, weil du musst mir natürlich sagen, hey, ich steige jetzt noch mit dem ab, irgendwie in die Sheets. Nee, das glaube ich jetzt nicht, dass das passiert, aber... You never know with Laura. You never know. Ja. Vielleicht. Okay. Wir bleiben spontan. Aber ich trage trotzdem Kontaktlinsen morgen, deswegen, ich will die auch ausführen. Ja. Ja, gut. Wir gehen raus. Mach's gut! Bussi! So machen wir mal das. Bis dann! Baba! Ciao!